So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley zum neuen Update-Patch. Ich glaube, 1.14? Ich weiß gar nicht, was es war. Der Wahrsager ist heute sehr wieder glücklich. Der ist irgendwie jeden Tag sehr glücklich. Emily, was gibt's? Oh, Preiselbeeren. Hi Peter, guten Morgen. Coole Jukebox, Mann. Dir scheint es gut zu gehen. Die Farm sieht super aus. Aber was willst du? Also, du bist doch schon eine Weile hier und ich bin sicher, dass du inzwischen etwas Stoff hergestellt hast. Hä? 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 Nun, wusstest du, dass du mit Stoff alle Arten von Kleidung anfertigen kannst? Alles, was du brauchst, ist in der Zugang zu einer Nähmaschine und ich habe zufällig eine zu Hause. Du kannst gerne vorbeikommen und bei mir ein bisschen Stoff herstellen, weiterverarbeiten. Cool. Thanks. Mit dem Schneiderhandwerk zu beginnen, benötigst du ein Stück Stoff und ein zweites Teil. Experimentiere rum und schau, welche einzigartigen Stile es gibt. Alles klar, Stoff, Experimente. Ja. Habe verstanden. Gut, dann kriegen wir jetzt jeden Tag irgendwie so eine Nachricht. Tom K-Suppe. Ja, mir war langweilig, also habe ich hier ein Rezept geschickt, ne? Und was noch? Piers gemischt. Ja, jetzt hat er 7 Tage die Woche offen. Wie ich es gesagt habe. Cool. So, einmal Trüffel. Komm, verschreiben wir den Scheiß. Oh, Bomben sind aber wichtig. So, weißt du was? Gehen wir gleich rein. Holen uns die Kürbissamen gleich raus, weil brauchen wir ja sowieso. Moment, können wir gleich nachpflanzen. Ach ja. Was wollte ich denn noch Neues? Ah, wir können mal heute bei dem Geheimladen gucken. Vielleicht hat er auch irgendwie ein neues Sortiment oder so. Das wäre cool. Bald ist doch auch das Sterntotalfest, oder? Meine ich. Können wir uns das Ganze auch einmal angucken. Oh, Preiselbeeren, Alter. Oh, ja. Ja, Mann, wir kriegen Kohle. So fett Kohle. Ja. Oh, wird das geil. Oh, vor allem so viele Felder. Komm, komm, ernte schneller. Ja, Mann. Gib mir die Preiselbeeren. Also von allen Früchten, von den allen Jahreszeitenfrüchten, sind das definitiv die ertragreichsten. Habe ich nachgeguckt. Also im Vergleich Blaubeeren, Erdbeeren und Preiselbeeren sind Preiselbeeren, die dann am meisten Cash bringen. Düdüm, düdüm. So, ploppt alle raus, Mann. 105. Oh, Scheiße. Ich glaube, ich kaufe mir die Hauserweiterung. Oder? Oder neue Tiere? Ich glaube, jetzt wird es mal Zeit fürs Haus. Ja. Und, ja, natürlich Weintrauben auch noch. Alter, Mann. Heute wird so ein richer Tag. Und da die, Die Dinger, die sind auch fertig. Oh shit. Oh shit. Oh man. Fuck man. Allein das, da sind ja schon 81 Weindinger. Weintrauben. Oh man, was kriegen wir hier an Kohle? Plus heute ist nochmal ein sehr guter Tag. Also nochmal Mine direkt reinklatschen. Scheiße. Und ich hoffe, dass wir diesmal sehr viel Iridium finden. Ich nehme auch, glaube ich, einen violetten Pilz mit. So, her mit den Träubchen. So, 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 so. Zack, zack. Swoop, 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 swoop. Ja, Iridium brauchen wir halt echt einen Scheißhaufen voll. So, jetzt noch. Ach, Kürbis reicht nicht mal zum Anpflanzen. Scheiße. Da müssen wir noch irgendwas anders anpflanzen. Für. Warum fehlt da einer? Strange. Okay. Für 1, 2, 3, 4, 5 Felder. Also 40 Saaten brauche ich noch von irgendwas. Okidoki. So, dann hier noch auch nochmal ein bisschen Kohle. Scheiße. Also es wird langsam echt viel, was wir hier Farmarbeit technisch rausziehen.
Dieser zwei Herzen. Anderthalb Herzen. So, dann mal raus mit euch. Gibt lecker Futter. Ja, der ging gleich mal da hinten hin zum Kacken. So, die Bäumchen hier mag ich gar nicht. Genauso die. Und die. Die Tiere noch. Scheiße. So. Ah, schon mal drei Eier. Gib mir mal mehr Entenfedern. Was bist denn? Ah, dort liegt eine. Ich wollte schon sagen, was bist denn du so knausrig? Aber wir haben zwei Enten. Und die Hasen, die, weiß ich, die haben auch nicht so viel Bock zu droppen. Direkt Bombe reinlegen in den Stall. Direkt. Nein, Quatsch, natürlich nicht. So, was haben wir denn? Strandhof. Megabomben. Nee, was nehme ich denn mit? Drei Fischen. Nee. Ein Glück. Geschwindigkeit, Hoverball. Ich brauche irgendwas, was eigentlich heilt. Witziger Alter. Komm, nehmen wir nochmal mit. Och. Ja, die Pizza. Ach komm, nehme ich die Pizza mit. Und, stimmt, Saaten. Moment, Saaten. Für 5 Felder, also 40 Saat. Wächst. Ja, nimm mal die Feensaat. So. So. Kürbisse. 15. Ah, Moment, das waren schon 15. 10. Rüben. Da gab's doch Trüffelöl. Ebene 100 der Schädelhöhle. Legt 10 Rüben in den Kühlschrank. Okay, das machen wir dann auch gleich. Trüffelöl. Haben wir eine Ölpresse? Nee, noch nicht, oder? Ölpresse. Nee, haben wir noch nicht. 50 Schleim, Hartholz, 1 Goldbarren. Oh Gott, warte mal, das können wir da eigentlich auch machen. So. Moment, ich muss erstmal kurz Inventar freimachen. So, die Entenfeder passt auch nicht mehr rein. Warum nicht? Ach so, weil das eine Goldfeder ist. Ja, blöd. Preiselbeeren, Weintrauben haben wir ja alles zu Genüge, ja. Also, Kürbisse weg. Das Ei. So, die ganzen Rüben. So. Die Entenfeder auch. Ja. 20 Hartholz. Ach was, ich nehme mal kurz alles mit, weil ich ja das Haus eh vergrößern will. Hartholz, Holz, Stein. Jo. 50 Schleim auch noch. Die waren auch hier drin, oder? Ne, die waren nicht hier drin. Die waren hier drin. Also 50 Schleim. Und ein Gold. Da. So, genau. Für die Ölpresse können wir die Bürgermeisterbedürfnisse erfüllen. Die 100er Schädelhöhle, das braucht noch ein bisschen als Mission, bis wir das fertig haben. Oder hatten wir nicht schon eine Ölpresse? Ach, egal. So, einmal Trüffel. Zack. Das braucht jetzt seine 10, 15 Tage. Hatten wir nicht? Nee, hatten wir nicht. Okay. Ich wusste nicht, ob die Gerätschaften da oben irgendwas mit Öl sind. Ach, scheiße, sind ja auch noch Rüben hier. Na ja. So, zack. Direkt nachpflanzen. Von den Tagen her reicht es ja, dass die da locker nachgepflanzt werden können. Düdüm. Ach, scheiße, Mann. Jetzt ist ja jetzt ist auch schon 12. So. Kühlschrank des Bürgermeisters war's, ne? Ja. 10 in den Kühlschrank plus dann die Axt abholen. So. Und zu Robin. Scheiße, Mann. Ich wollte ja noch in den Geheimladen gehen. Oh, fuck. Oh, fuck, ey. Also Robin, Schmied, Bürgermeister. Die Parts werden immer länger, Mann. Da denkt man schon, man hat schon alles erledigt. Dann kommt immer mehr täglich dazu an Aufgaben, die man erfüllen muss. Scheiße. Ich dachte echt, dass das Härteste vom Spiel war schon. Aber jetzt gibt's noch mehr.
Oh, scheiße, Mann. So. Moin, Robin. Haus verbessern. 50.000 Gold. Scheiße. Hofgebäude errichten. Ein Gebäude bewegen. Ja, bewegen. Bewegen ist perfekt, weil... Dann können wir das endlich hier wegkriegen. Und können es auch dahin stellen, wo tatsächlich eine Fläche für, genau, Gras ist. Machen wir es hier hin. Ne, machen wir es hier hin. Und dann könnte ich mir theoretisch noch ein zweites Ding holen. Ja, Hühnerstall, ich meine 4000 Gold, 300 Holz. Versandwälder, Schleimstall, Pferdestall, brauchen wir alles nicht. Pferdexposition. Ja. Fischteich. Ah! Fische vermehren sich mit der Zeit. Das ist das Neue. Okay. Mühle, Mehl, Weizen, Zucker aus Rüben. Ja, wir haben ja die Rüben. Okay. Ah. Mühle, Silo, Brunnen, Stall, Hühnerstall. Komm, wir bauen nochmal einen Hühnerstall. Das kostet ja zum Glück nicht so viel. So, rüber. Und den stelle ich dann hier hin. Genau. Okay, Mann, ich werde morgen früh anfangen. Dann hätte ich Rüben doch nicht verschippen sollen. Scheiße. Ah, wir können noch ein paar anpflanzen. Okay, dann sollen wir die sparen wegen Zucker. Und Fischteich auch mal. Oh Gott, es gibt so viel zu tun. Es gibt so viel zu tun, Mann. So, auf zum Bürgermeister. Eventuell können wir auch ein paar Tiere kaufen. Und ach, scheiße, Mann. Das ist Kokosnuss. Lea will Kokosnuss für 300 Gold. Okay. Das kriegt der Bürgermeister. Ja, gut. Spaghetti-Soße geheim. Der hat gerade rumgebackt. War beunruhigend. Sue. Willst du was trinken? Ja, Mann, gib mir dein härtestes Lachsmalz. Dreifache Espresso-Rezept. Komm, gib her. Wir brauchen eh alle Rezepte. Bis zur Armut. So, dann einmal zu dir zum Kühlschrank. So. Ah, okay. Da ist eine Notiz auf der Milchpackung. Sie ist an dich adressiert. Nicht trinken ist abgelaufen. Nee, gut gemacht, Kindchen. Deine letzte Aufgabe gibt dem Sanddrachen seine letzte Mahlzeit. Gibt dem Sanddrachen sein letztes Mal. Ich weiß, was mit Sanddrache gemeint ist. Ich weiß aber nicht, was das letzte Mal ist. Pizza? Aus welchem Sanddrache? Ich fände Pizza voll geil. Wo ist Clint? Der... Clint? Hallo? Ich will meine Axt. Wo ist... Seit wann hat der freitags was zu tun? Nein! Dieser Pisser! Och Mann! So, was geht bei euch? Wir haben ja 10 Herzen. Wir noch nicht. Und wir auch noch nicht. Och Penny. So, wir spenden mal das Knöchelchen. Hat sie jetzt auch einen neuen Platz zum Spenden? Nee. Nee, nicht. Neue Belohnung. Okay, aber ich dachte, das wäre ein neuer Gegenstand. 50 Teleport, dreifacher Espresso. 9 Kürbissaaten. Na gut, die können wir mitnehmen. Puh. Eigentlich wollte ich ja nochmal in die Mine, aber... Ach, scheiße. Na, ich gehe zu Mani und zum Geheimladen und dann... Machen wir noch ein bisschen Hof, die Zäune. Holzzäune. Ah, okay, es ist einfach 2 Holz pro Zaun, okay. Ich könnte mir auch überlegen, die Sternfallfrucht da jetzt beim Krokus zu kaufen. Shane! Oh ja, hier, Pizza. Das Liebste. Ah, scheiße, immer noch 8 Herzen. Sam? 6, was? 6 von 8. Ach so, ja, weil seine Grenze ist ja erstmal, genau, bis wir befreundet, also bis wir Knicki-Knacki machen können. Haben wir normale Freunde.
Damn. So, Mani, Tierbedarf. Nein, Moment, falsch. Tiere kaufen. Ich hätte gerne nochmal einen Hasen. So, einmal rüber, 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 rüber. In den Stall. Genau. So. Dann Tierbedarf. Nein, oh, immer das Falsche. So, Hase, das sind flauschige. Sie hinterlassen alle paar Tage wertvolle Wolle. Ich habe die Wolle noch nie gesehen. Die Enten. Genau, Enteneier und Ziegenmilch. Milchkuh. Huhn. Schwein. Och, was will ich noch kaufen? Komm, eigentlich nichts. Eigentlich will ich jetzt die Sternfallfrucht noch kaufen. Und dann sparen wir 50.000 aufs Haus an. Oder? Oder nicht? Oder doch? Oder was sagst du? Komische Magier-Omi? Oh, Marsch, halt. Die hat mehr Sachen zur Auswahl. Hauspflanze. Oh, interessant. Mit dem Sanddrachen sein letztes Mal. Sandkuchen oder was? Oh, das wär's. Also entweder es gibt ein Rezept, das heißt das letzte Mal. Die letzte Mahlzeit oder so. Oder nicht. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich habe keine Ahnung. Komm, wir gehen zu Krokus. Mama, seine Sternfallfrucht. Aufgabe und kriegen mehr Energie. So, rein in den Keller. Oh, diese Dämpfe. Oh. Da steht er voll verkümmert so. Hä? Können wir ihm was schenken? Nichts, worüber der sich groß freuen würde, ne? Iridium springt. Oh. Wenn man mal rechnen würde, dass ein Iridium-Barren dann 2000 Geld wert wäre, dann kann man sich auch eigentlich die Spring da kaufen. Ich weiß nur nicht, ob das... Na, da sammeln wir es lieber selbst. Ja, wir kaufen die Sternfallfrucht. Woo! Oh yes, Energie! Yeah. Geil. So, du hast eine Sternfallfrucht. Dein Verstand ist voller Gedanken an Potato Chips. Potato Chips. Cool. Okay, was hast du, Fettsack? Was? Beruf ändern. Ja, was denn? Ich dachte, wir können nur Bauer sein. Kraftfeld blockiert den Weg. Okay, ich habe immer noch keine Ahnung, was man hier machen kann und soll. Gut, gehen wir pennen. War doch kein Minenausflug, aber wir haben keine Axt bekommen. Wenn jetzt kommt der so, der blöde Schmied nach Hause, aber ist abgeschlossen, weil nach 16 Uhr hat er zu. So ein Drecksack. So ein mieser Drecksack. Gut, nee. Das Trüffelöl ist schon fertig. Das ging schnell. Cool. Okay, Trüffel. Weißt du was? Ich mache noch ein zweites, dass wir es verkaufen können. So. Dum, da, dum. Kürbissaat kommt dann rein. Jo. Stall zu, schlafen gehen. Oh, jetzt sieht's hier so leer aus, Mensch. Ah, da können wir ja unsere anderen Sachen daneben. Ach, scheiße, ich wollte ja eigentlich den. Ich wollte den Zaun da ja noch unten hinbauen. Na egal, das hat keine Eile. Solange wir die Tiere nicht rauslassen. Zu. Gut, alles klar. Dann schauen wir uns mal die Money-Verdienste an durch die ganzen Preiselbeeren. Da muss ja jetzt einiges dazu kommen. So, ich tippe mal auf 25.000. So, insgesamt.
Vielleicht auch doppelt so viel. Ach du Scheiße, ey, 50.000. Okay, klar, die Kürbisse, die waren auch dabei. Die Preiselbeeren? Die Preiselbeeren an sich haben 20.000 gebracht. Okay. Gut. Damit hätten wir die 50.000 für den Hof. Sehr gut. Also für unser Zuhause. Iridium-Axt ist bereit. Ach, jetzt steht es dran. Interessant. Gut, dann wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.